So, jetzt muss ich aber mal den Stau auflösen. Das ist so, da steht man auf dem Auto, auf den Straßenbahnschienen. Nur um eben ein paar Brötchen zu holen. Und dann ist da so viel los beim Bäcker. Und dann stehen auf einmal, steht die Straßenbahn dahinter einem, wimmelt ganz ungeduldig. So, weiter geht's. Rechts. Hier am besten geradeaus. Links. Ist das richtig? Ich hoffe. Ja, aufpassen. Rechts. Links. Rechts. Geht ja nur rechts, okay. Geradeaus. Links. Geradeaus. Und jetzt müssen wir hier mal gucken, dass wir irgendwo einen schönen Platz für einen Bahnhof finden. Jetzt parkst du hier, das ist okay. Warte mal, hier. Der ist doch frei jetzt hier. Da kann ich noch nicht beidseitig ausladen, es sei denn, ich mache das mit Kisten, aber Kisten sind doof. Da stimmt die Balance denn nicht und so. Dann wird die hintere Kiste mal zuerst ausgeladen und so. Das ist nicht so schön. Ich müsste mal nochmal zwei Lagerhäuser bauen, was ich nicht kann, weil mir Steine fehlen. Steine ist nicht so schlimm. Wir haben hier Steine. Manchmal. Jetzt haben wir gerade keine Steine da. Das ist doof. Warum wird hier keine heiße Luft produziert? Also Ziegelsteine meinte ich mit Steine. Ne? Ist klar. Ich sehe gerade, hier habe ich noch ein bisschen Zeug drin. Kann man so mitnehmen. Ja, ich habe jetzt keine Lust runterzufahren. Wegen dem doofen Stein. Ich muss es mal anders abmessen. Das Gleis ist ja auch frei. Ich das wegnehme oder das genau, das hier muss mal weg, das in der Mitte, das nervt. So. Können wir da jetzt oder hier jetzt oben und unten ein Lagerhaus hinsetzen? Das müsste doch passen, ne? Von nee. Greifarm 1, 2, 3, 4, 5, da passt es nicht. Ja, und wenn man hier sagt, Greifarm 1, 2, 3, 4, 5, warte nochmal. 4, 5, 6, 7. Ja, das heißt, wir können die Schiene ein runterlegen. Ups. Das soll ich so machen. So, so.
So. Na, das passt nicht. Schiene kann nicht einen runter. Das passt ja mit dieser Kurve nicht. Ja. Das ist schwierig. Hier ist nämlich Kurve und das grenzt Kurve an Kurve. Da passt es eigentlich auch schon nicht. Das ist. Hier ist auch schon so eine super Engstelle. Ich muss hier mal unterbrechen. Hier ist die Kurve. Eigentlich hinter der Kurve kann es weg. Da. Das ist ein bisschen blöd für die Züge, die da kommen mögen. Müsste hier noch mal eben ein Signal setzen, sonst. Das ist, glaube ich, ganz doof. Das ist auch grün. Ist auch blöd. Na, wird. Der Zug fährt halt dann bis da. Der erste, der kommt. Jetzt müssen wir hier irgendwie rum. Tja. Da muss eigentlich kein zweiter Zug hinter. Das ist also nicht schlimm, wenn ich das jetzt so mache. So. So. Haben die da wieder Anschluss? Oh, die wollen jetzt da lang, ja. Das ist sehr klug von denen. Müssen sie nur ein bisschen Geduld mitbringen. So, das muss auch noch mal kurz weg. Jetzt müssen wir eigentlich darüber, das ist aber auch nicht so einfach von. Achso, doch, warte mal, von hier dann. Von hier. Dahin, genau so. Also, dann das ein bisschen ändern. So. So, egal. So, jetzt müsste das passen. Jetzt haben wir. Warte, ich mache die Schiene nochmal eben nach rechts rüber. Signal ausstatten, damit da eventuell schon mal Züge langfahren können. Da. Da ist gut. Hier. Warum?
er jetzt nicht fährt, ist mir schleierhaft. Also, weil das mein Zug ist, der hier die Strecke blockiert. Ja, ist klar, ist mir doch nicht schleierhaft. Gut, eigentlich kann diese Linie fast weg. Wir können sie aber auch behalten. Da kann später noch mal so ein einfacher Bahnhof hin. Von hier. So eine S-Form wäre halt ganz gut, wenn er das so, ja. Ist auch okay. Komme ich da aber nicht mehr hoch. Das ist eigentlich nicht so gut. Wieso hat er das nicht in S-Form bis hier gemacht? Was es nicht kann. Können wir das auch nicht gebrauchen. Dann vielleicht von hier unten. Kann das mal wieder verbinden. Und jetzt von hier noch mal da hochgehen. So. Dann haben wir da noch eine Bahnhofsoption. So, hier wäre rot. Brauchen wir hier ein Vorsignal? Und eins, zwei Hauptsignale. Jetzt sollten die fahren dürfen. Warum haben die rot? Ach so. Ja. Weil hier noch ein Hauptsignal fehlt. Also erstmal ist hier noch Schrott. So. Hier fehlen die ganzen Signale. Also. Hier müsste einer fahren können. Hier. Und hier. Und dann da. Okay. So haut es hin. Pech für den Duraluminzug. Der muss jetzt warten, weil er die Abkürzung nehmen wollte, die Umleitung sozusagen. So, der fährt hier so. Der würde jetzt quasi, also hier haben wir einen Zug, der nach der Graphit entladen kann. Und hier könnte auch noch einer was unten abladen, oder? Greifarm 1, 2, 3, 4, 5, 6 passt. Ist gut. Das heißt, du gehst hier. Und du bist Alu Anlieferung Graphit. Könnten wir auch diese Graphit-Dinger eventuell abreißen. Das machen wir aber nicht sofort. Und dann direkt mit Graphit hier versorgen.
Okay. So. Achso, passt das da oben denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, würde gehen. Da ist dann halt ein bisschen blöd, aber ja. So. Dann brauchen wir Signale. Eigentlich brauchen wir keine Signale dahinter, aber wer weiß. So. Dann würde der hier entladen, links und rechts. Warte mal, das ist noch falsch. Okay, das war ein verbundener Mast. Der war, glaube ich, noch für die Stromschaltung von früher. Glaube ich, nicht so wichtig. Also so. Das ist zu weit. So, 6. Dann gehen wir hier runter. Ja, das können wir oben eigentlich auch machen. Erstmal. So, dann haben wir hier Graphit. Ich weiß gar nicht, wo wir das haben wollten. Das ist das Kupferband, was noch unterbrochen ist, wie ich sehe. Ja, brauche ich jetzt zweimal Graphit wahrscheinlich nicht. Was brauchen wir denn hier? Also genau, wir brauchten ein gelbes Band voll mit Graphit. Das würde das eine reichen. Ich würde es dann halt mit dem Splitter verbinden. Da brauchen wir dann Chrom und Eisen und dann müssen wir diese 30 Dinger aufstellen. Also zu den 30 Dingern brauchen wir das Graphit. Gut, dann können wir. Ja, wo führen wir das zusammen? Wo ich es auch mache, ist es ein bisschen blöd. Muss mal gucken. Falls hier noch ein Bahnhof hinkommt, ist das eine Band hier auch blöd, ne? Ja, aber egal, denn das hier unten zu verknüpfen, halte ich nicht für sinnvoll. Dann machen wir hier mal so eine Delle.
So. Und dann haben wir hier Graphit. Ich hoffe, das passt da nach rechts. Sieht ganz gut aus momentan. Schon mal Platz zu haben. Zwischen Steine habe. Nee. Ah doch, da sind Steine. Bleib hier stehen, Zug. Ich will die Steine haben. 200. Sehr gut. So, jetzt können wir zwei Lagerhäuser bauen. Haltestelle haben wir, das heißt, ich gehe mal wieder über die Suche. So, der fährt jetzt einen kleinen Bogen und dann müsste er uns mit Graphit versorgen. Tja, und jetzt die Dinger. Die haben als Output das, was da auf das Band muss. Genau, was hier hin muss. 30 Stück. Entweder 2x15. Was brauchen die noch? Sie brauchen ja genau Eisen und Chrom. Also sie brauchen zwei Bänder als Eingang und ein Band als Ausgang. Wenn ich das jetzt einfach mal hier so reinpflanze. Das mal so mache. 1, 2, 3 auf der rechten Seite. 3 in der Mitte und 3 auf der linken Seite. Und dann mal gucken, wie weit ich komme mit den 15. Es könnte was werden. 3, 4, 5, 6, weil die ein bisschen kleiner sind als die anderen. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Da steht ein winziges Stückchen über, aber auch weil ich oben den Abschluss da nicht gut habe. Muss aber auch nicht sein. Also tun wir mal so, wir gehen mal dann hier hoch. So. So, eigentlich. Ich lasse es so. Ich lasse es lieber unten ein bisschen überstehen. Oder? Hier brauche ich ja zwei Bänder, die von oben irgendwo kommen. Die könnte ich natürlich auch unterirdisch nehmen. Achso, genau, das sind 25 pro Sekunde, aber verteilt auf 15, das ist kein Problem. Wir müssen auch mit roten Bändern rechnen, also das passt auf ein rotes Band.
Dementsprechend müsste das dann sich mit Chrom was teilen. Das ist ja auch auf 30 noch verteilt. Ja, das heißt, der müsste sich was mit Chrom teilen. Hatte ich Chrom hier nicht irgendwo schon mal hingelegt? Da ist Chrom. Das ist hier. Ich blicke hier nicht mehr durch. Ich blicke hier gerade nicht mehr durch. Achso, das ist das andere Band. Das ist das. Das ist hier für unten. Oh, Leute, Leute, Leute. Das ist... das ist mir auch ein bisschen zu eng, muss ich ehrlich sagen, hier. Das ist mir so zu eng. Wir machen das mal folgendermaßen. Der kommt mal weg. Und du kommst mal 1, 2, 3, 4 weiter rüber, ja. So. Dann habe ich da eine bessere Lücke. Wo ich zur Not auch nochmal Fließbänder von Nord nach Süd verlegen kann. Das ist mir lieber, wenn da noch ein bisschen Platz übrig bleibt, den ich nicht bebaue, als wenn es nachher so eng ist, dass ich, wenn ich dann mal irgendein Produkt noch transportieren muss, dass ich dann so einen riesen Bogen irgendwo legen muss. Genau, ich weiß auch wieder, was da rechts war. Das war Niobium und noch irgendwas anderes. So. Jetzt kriegst du hier ein Band. Noch ein zweites. So, und auf das zweite. Also, genau, jetzt müssen wir erstmal noch mal schauen. Hier. So genau, was ich hier produziere, das muss darüber. Ja, ja, ist so. So, hoffe ich mal. Dann setze ich hier mal nur einen hin. Als Anhaltspunkt. Denn wir müssen jetzt ja Graphit noch aufteilen. Aber machen wir erstmal die eine Seite. Das heißt, hier machen wir Eisen. Das kommt eventuell auch von unten. Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich kommt es von unten. Das mal so weg. Und dann haben wir Graphit. Von da und Chrom von da. So. Und hier Chrom.
Komme ich halt nicht durch, durch die Gleise. Aber ist Chrom gar nicht so weit weg. Sind wieder 5. Habe ich irgendwo 2 Lücke? Da hätte ich 2 Lücke. Achso, da komme ich nicht hoch, ist klar. Es hat keinen Nährwert. So machen. Achso, genau. Chrom muss natürlich auch gesplittet werden. Jawohl. Wo? Ja, dann auch am besten hier schon. Machen wir hier einen Splitter hin. Wäre natürlich schöner hier genau in der Mitte. Aber das ist, glaube ich, auch schwierig. Mal sehen, wie von da können wir runterkommen. So. Könnte man da den Splitter hinsetzen? Das ist die Mitte, also wir haben keine genaue Mitte. So ist es halt ein Stückchen nach rechts versetzt und so wäre es ein Stückchen nach links versetzt. Das ist schon okay. Und hier haben wir wieder das so rum. Und dann kommt hier Chrom hin. Und da Graphit. So, und hätte ich mir jetzt diese Viererlücke nicht gemacht, da hätte ich noch einen weiter rüber gekommen. Ja doch, das 3. Ich hätte noch 1, 2, 3 nach rechts gehen können, aber 4 nach rechts wäre, glaube ich, nicht gegangen. Gut. Chrom verbinden. Das hier muss dann Niobium sein. Habe ich auch noch keinen Zug gebaut. Habe ich die Haltestelle schon benannt? Wahrscheinlich auch nicht. Ne, habe ich auch noch nicht gebaut. Zug und Waggon. So, du bist Alu. Anlieferung
Niobiumplatten. Fuel, kann ich dir mal eben das anbieten? Und das auch. Genau, den Waggon hinten dran. Niobium. Hallo? Sei nicht, ich habe ja keinen Bahnhof gemacht. Ich habe für alles einen Bahnhof, aber keinen, wo ich Niobiumplatten rausgebe. Kann nicht sein. So, der fährt so, das ist der Bahnhof. Niobreserve. Abholung. Niobium. Platten. So. So. Brauchen wir natürlich ein Lagerhaus. So, aber eigentlich wollte ich ja jetzt Chrom hier verlegen. So, einmal den Kram loswerden. Ups, das wollte ich nicht. So, mein Chromvorrat ist nicht über 500, gut. Dann können wir die hier zu Ende aufbauen. Der Sprengmeister noch mal ran. Okay. Dann machen wir das mal so. Ach so, genau, da brauche ich noch viel mehr, ne? Viel, viel, viel mehr.
Rot habe ich noch. Na komm. Wir müssen die eine Reihe hier eben haben. So. Dann würden wir das hier parallel aufbauen. Und hier den roten. So, du musst das bauen, ist richtig. Das ist Chrom und Graphit. Das sind zusammen 0,67 pro Sekunde. Das schafft ein roter Arm locker. Also kann man das so machen. Da hört man richtig den Strom, der da durchgeht, ne? Bei den Elektroschmelzöfen her. Das Fließband so rum bleibt, weiß ich halt noch nicht.
Hier fehlen mir auch noch Greifarme. Nee. Hier nicht. Das ist ja für die hier unten bestimmt. Alles klar. Nee, das passt schon. Haben wir bis auf Molten Steel, meine ich, alles. Das heißt, der nächste Step wäre jetzt Molten Steel. Also natürlich Eisenplatten fehlen uns auch. Das wäre dann der letzte Step, das hier zu machen. Der nächste Step wäre halt das. Und diesen Block muss ich ja im Prinzip fünfmal machen. Also ich habe ihn jetzt einmal gebaut. Wir lassen ihn auch erstmal einmal. Die Roboter können den dann später mal vervielfältigen. Aber erstmal wird das Ding einmal gebaut. Drehe den hier schon mal um. Ich meine, das ist günstiger, die Eisenplatten von unten kommen zu lassen. Ja. Eisenplatten würden wir ohnehin nicht hier hochliefern. Nicht zu diesem Bahnhof. Dazu ist die Menge viel zu groß. Da brauchen wir einen separaten Bahnhof. So wie so ein Erzbahnhof. Obwohl. Das meiste Eisen wird ja hier schon verbraucht dann. Das werden wir gar nicht abtransportieren, das meiste Eisen. Naja. Schauen wir mal. Das hier. Du jetzt ein bisschen Eisen bekämst. Und du auch. Dann solltest du arbeiten und du müsstest. Ja, wenn Niobium gleich kommt. Das Ding zu kann ich schon mal anfordern, aber dann müsste hier das erste Zeug eigentlich schon mal rauskommen. Das hat den Vorteil, dass ich die Folge dann großkotzig behaupten könnte, Molten Steel Fabrik funktioniert. So, der ist, ja, der ist gut. Und ich meine, das wäre auch schon, was selbst jetzt hier mit zugeführtem Eisen, hey, das, dann haben wir Stainless Steel. Ich würde sogar noch mal ein bisschen was davon opfern. Wie viel kriegen wir dabei raus? Warte mal, für einen Stainless Steel brauchen wir. Ah, ne, 25 Eisenplatten reicht für 13 davon. Das lohnt sich schon, was da aus der Privatschatulle ein bisschen was zuzugeben. Warte, kann ich nicht auch das so machen? Ne, dann geht er wieder auf 500. Ist egal. Dann kann ich jetzt ja schon mal das Fell des Bären verteilen. Was möchte ich denn mit Stainless Steel machen? Oh, schade, schade. Es reicht noch nicht für die ersten Fließbänder. Weil wir dafür noch Advanced Small Parts brauchen. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn wir mit Stainless Steel direkt diesen Meilenstein auch mit erschlagen hätten. Und da brauchen wir Nylon. Nylon haben wir noch nicht. Das ist das Einzige, was wir dann da noch brauchen, das Neue ist. Dafür ist es dann. Warte mal, das haben wir. Phenol haben wir noch nicht. Also Nylon, Phenol.
Oder darüber. Aber Chlorin haben wir jetzt auch nicht so viel über. Da wahrscheinlich besser über Phenol. Und ist das bei den normalen Bändern auch so? Ja, at once small parts brauchen wir. Wir brauchen zwei Stainless Steel für ein rotes Fließband. Wenn man, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir schauen einfach mal, wie viel Fließbänder habe ich bisher verbraucht. Also es ist ja ungefähr so viel, wie ich da platziert habe, kann ich nicht sagen. Auch nicht, wie viel ich gebaut habe. Doch, da sind dann die Untergrunddinger mit drin. Also ich brauche ja normale Fließbänder, um auch Untergrund zu machen. Das könnte man ungefähr sagen. Also würde ich jetzt mal sagen, Fließbänder haben wir auf der linken Seite wahrscheinlich irgendwo. Ich sehe sie nicht. Da. 125.000. Wenn ich die jetzt alle austauschen würde, also die Produktion ist ja auch ungefähr das, was wir platziert haben. Vielleicht habe ich nur 120.000 gesetzt statt 125.000, aber in der Hausnummer stimmt es. Wenn ich also alles Gelbe zu Rotem machen wollte, dann brauche ich dafür... ...250.000 Stainless Steel. Und dafür bräuchte ich... Ja, was nehmen wir da als Maßstab? 20.000 von diesen Aramid Fiber wäre schon mal eine Sache. 40.000 Schwefel. 80.000 Niobiumplatten. 500.000 Eisenplatten. Und eine 750.000 Coke. Nur dafür. Also natürlich noch mehr. Und auch diese Erdsorten haben wir auch nicht vergessen. Und die Säure und Nickel und so weiter und so weiter. So, Niobium ist, glaube ich, angetroffen. Hier rechts. Aber... Ach so, natürlich. Ja, habe ich vergessen. Diese Klitzekleinigkeit. Molten Steel braucht man natürlich auch noch. Das heißt, zusätzlich zu den zu der 750.000 Eisenplatten braucht man auch noch 300.000 Stahlbarren. Das Äquivalent dazu. Und die brauchen noch 50% mehr, also noch mal 500.000 Eisenerz. 500.000 Eisenerz ist gar nicht so viel. Naja. Aber es ist ja nur für die Fließbänder, sonst brauchen wir auch noch jede Menge Stainless Steel für andere Sachen. Ja gut, also wir haben jetzt hier unser Ferrochrom hergestellt, das wird dann wohl der Folgentitel gewesen sein. Es ist so, ja. Und ja, als nächstes dann halt, morgen geht's weiter mit dem Stahlwerk. Also, es bleibt spannend, bis dann, tschüss.